Moment so. Her nicht. Gut, dann geht's jetzt weiter hier. Ich hab einen Heli-Flugschein. Die Drohne fliegt. Jetzt hier wirklich, oder was? Im Spiel habe ich den, ja. Okay. Ich dachte jetzt ein Wheeler-Fahren. Hätte ja sein können. Das wird, Nee, das fände ich, fänd ich schon cool, ja. Also ich bin bis jetzt nur mitgeflogen, als hier im Heli. Ja, mitgeflogen bin ich auch. Ich habe mir damals über Jochen Schweizer habe ich mir einen Hubschrauber-Rundflug schenken lassen. Von meinen Eltern zum Geburtstag. Weil ich mit materiellen Dingen momentan wirklich nicht kaum was anfangen kann, habe ich mir so ein Erlebnisding geholt. Was ich mir aussuchen konnte. Da war so ein Hubschrauberflug. Der damalige Chef von meiner Tante hatte einen eigenen Heli und da durfte ich als Kind mal mitfliegen. Okay. Das Blöde ist, ich kann mich nicht, weil ich war da so klein, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das Problem ist bei mir, ich habe Höhenangst. Das ist... Warte mal, ich stehe jetzt... Scharfschützgewehr, ob ich die Rebellen unten offen kriege? Jawohl, ist offen. Ich habe die Gefangenen weg. Schon befreit. Hm, sehe ich. Kann nur sein, dass die oben uns hochballern. Ja, ist schon alles passiert. War ich doch. Das ist immer blöd. Also war das nicht so gute Idee. Nee, die am besten zum Schluss befreien. Problem an der Sache ist, ich habe keinen Spielton mehr. Sollte der Alarm losgehen? Scheiße. Generator aus. Schön. Alarm habe ich ausgemacht, habe Generator kaputt geschossen. Ja, ich habe nicht gefunden. Ich habe nämlich auch auf die Idee war ich auch gekommen. Fallen jetzt kein Fallen, ne? Ich hab keinen Ton mehr vom Spiel. Das ist schlecht. Und ich hab das Rauschen immer, wenn Kevin spricht. Als würde da was okay. angehen. Irgendwie. Hm. Mir gerade auch rausgefallen. Wundert mich, dass das aber nur du bist. Oder sieht das besser bei den anderen auch? Ja, also ich höre auch mal, wenn du mal sprichst, dann hört man im Hintergrund wie so ein Staubsauger, der laufen würde. Genau. Ach so, das ist die PlayStation. Die ist sehr laut, leider. Den Kraftlüften habe ich ausgeschaltet. Ach so, der Lüfter, Ja, das ist der Lüfter von der PlayStation. Jetzt verstehe ich, was du für ein Rauschen machst. Ja, die ist laut. Bei bestimmten Spielen ist die... Das ist auch bei Dead by Daylight, das ist auch bei Formel 1. Das habe ich auch gerade bei Formel 1, wenn ich Formel 1 starte, da klingt das mal wie ein Düsenjet, der startet. Bei Dead by Daylight ist es genauso. Mhm. Ja, okay, dann weiß ich, was im Rausch das ist. Ich hab auch schon alle möglichen Tricks, die ich so im Internet gefunden habe, probiert, irgendwie Pappe drunter legen oder so, um die Vibrationen. Funktioniert alles nicht. Ja, die arbeitet halt kräftig, die Konsole. Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle. Ich komme drunter. Warum habe ich keinen Ton mehr im Spiel? Weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass es den Bug hier nur gibt, hier gibt. Ja, wie gesagt, das hier auch gibt. Fürs Rauschen kann ich, wie gesagt, nicht. Es tut mir leid, falls das irgendwer hört. Also ich höre es nicht. Ich hoffe, dass es nicht in der Aufnahme zu hören ist, aber ich glaube schon dann. Aber wie gesagt, da kann ich nichts hören. Kannst du dir ja dann mal meine Videos angucken, dann müsstest du es ja dann auch mitkriegen. Ja, wie der Werbung für deinen Kanal einfach macht. Ja, muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich werde gleich mal irgendwann, wenn es möglich ist, die ZZ aus und einstecken. Dann versuche ich das mal. Er ist tot. Ich sehe El Pozzolero. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Ich blöd, ne? Mano Saliba, Hände hoch, schnell. Ich kann mit dem nichts machen. Mitnehmen, wie ich mal sagen. Ja, du musst ihn mitnehmen, sag. Mann, mal so einfach. Du brauchst mein Auto. Hier ist mein Auto. Spring nach hinten. Ich kann gar nicht fahren. Ich pack ihn einfach rein. Ich bin zu blöd zum Fahren. Oh, da kommen Gegner.
Ja. Seid ihr alle da, oder? Ja. Nein. Aber falls ihr zu viert seid, fahrt schon. Ich bin down. Ich liege hier und singe, wird wieder alles so, gut. So, ich pass mal auf ich den... auch zu schreien und habe... Ach, was, warum liegst du da rum? Oh, kannst du nichts anderes machen? Abgeschossen wurde. Jetzt liege ich hier mit meiner goldenen Brille und... Oh, Moment. Den hat's erwischt. Da ist noch Gegner da vorne. Ja. Ja, ja, ja. Oh, das war der... Das war die falsche Waffe. Ja. Du hast jetzt mit dem Granatwerfer auf den geschossen, oder? Ja, ich hatte die falsche Waffe da. Naja, du solltest schnell gehen. Aber ich verstehe nicht, warum ich keinen Ton mehr habe. Hm. Vielleicht hast du die Einstellung vergessen hier von wegen Ton über nee, ich hatte Headset. Ja eben, ich hatte eben einen Ton. Achso. Der ist plötzlich weg. Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr hoch? Gibt's ja nicht. So, alle da? Also ich sitze am Steuer. Okay. Na los, der Kofferraum ruft schon, los! Oh ja, yeah, der Schaffschütz hat sich schön erledigt. Ja, ich komme. Also heile. Dankeschön. Scheide ich heile. Wie gesagt, wenn ihr vier seid, fahrt. Na, ich glaube, hier kannst du noch hinten rein. Nee, das will ich gar nicht. Ab den Kofferraum mit dir. Nee, geht nicht. Oder? Nee. Also da ist Platz genug, im viel lauter ist es länger. Nee, greifen, ups. Ich nehme mal mit. So, fahrt weiter. Das war keine Absicht übrigens. Ja, nehmt ihr mit, ich fahre mit dem Motorrad und so hinterher. Ich nehme das Motorrad. Okay. Sag doch was. Gegner? Ja, ich scheiße auf die Gegner. Hallo, ich fahr mal weiter. Unser Auto scheißt nicht so auf die Gegner. Hä? Mein Motorrad qualmt. Ich fahr auch hinten nur auf der Felge. Aber ich bin unterwegs. Ich bin jetzt hinter euch. Wichtig ist, dass ihr den Heini da wegbringt. Ich gebe mal kurz in meine Einstellungen. Wobei, ich fahre nicht auf der Strecke. Ja? Ich hoffe, es stört niemanden, dass ich am Steuer brauche, also beim Autofahren. Nein, nein, alles gut. Ich habe hier extreme Blähungen, also das raucht hier gerade ziemlich gewaltig. Dass du extreme Blähungen hast, das wissen wir. Das ist ja. Meint er das ernst oder verarscht er uns nur? Ich glaube, der meint das ernst. Irgendwie ist der echt geistig. Hauptsache, ich bin da lebend rausgekommen aus dem komischen... da vorne ist ein... Scheide. Scheiße. Ich dachte, ich komme hier hoch. Wegspülen? Du meinst einen Amerikaner in ein Fass stecken und ihn mit Lauge übergießen? Ich wollte jetzt nicht zu den Unidateien da rumlaufen. Ihr geht da jetzt eh rein, ne? Wir müssen ihn erstmal abliefern. Müssen wieder alle rein. Wir müssen alle rein. Ja, warte dann. Video. Ja. Ich breche das Video bei mir mal kurz ab und ich lade mal eben das Spiel neu, ja? Also ohne Ton. Das okay. Ja, warte dann. Oder warte doch einfach, bis wir gleich wieder raus sind. Dann machen wir einen kleinen Break. Also ich weiß, dass ich nicht kein Bürger war. Dann warte mal auf dich. Ich komme jetzt wieder zu dir. So, jetzt kann ich mir das Video nämlich auch mal angucken. Inigo Morales, ein Bezirksrichter, auf dem Weg von der Arbeit verschwunden. Octavio Rodriguez, ein junger Aktivist. Von einer Gang bewaffneter Männer vor einer Bar entführt. Wurde verschwunden. Mirabel Castro, eine Lehrerin, wurde zuletzt an einem Unidad-Kontrollpunkt gesehen. An sie erinnere ich mich. Sie hatte wunderschöne Haut, so wie ein Engel. In der Akte hier sind noch 1000 andere Opfer, du krankes Schwein, nur aus diesem Jahr.
Jeder Einzelne hatte eine Familie, die vor Trauer verrückt wird, weil sie zerstört wurde. Sie waren schon tot, was hatte ich denn tun sollen? Midas glaubt, er ist im Kopf noch ein Kind. Vermutlich hat er keinen Plan, was sie meinen. Dann hat er besser ein verdammt gutes Gedächtnis. Ich muss weiterarbeiten. Ich will den Namen jeder einzelnen Person, die sie in so ein verficktes Fass gesteckt haben. Scheißegal, wie lange es dauert, verstanden? Ja. Okay. Und dann bringen sie mich zurück, ja? Ich muss weiterarbeiten. So, ich habe auch mal gerade kurz die Aufnahme gespeichert. Das hatte ich schon vor der Mission. Als wir im Heli da gelandet sind. Also dann kann ich ja eben neu starten, ja? Ja. Ja, ich mache jetzt eben mal. Achso, das wäre auch. Wir können ja auch mal kurz hier einen Break machen, genau. Das heißt ja, ich hier. Ich steuere jetzt einfach wieder mit dazu. Ja, okay. Muss mal kurz auf dich warten halt. Ich habe hier gar keinen Ton mehr. Gar nicht mehr. Ja, das ist bitter. Auch im Play, auch im Menü nicht. Also ja, was mit deinem Headset? So. Mit Grausamkeit, aber beides zusammen, das geht nicht. Er ist nicht wirklich dumm. So. Nur Emotionen. So, jetzt haben wir den auch schon weg. Zack, nächste Boss, El Pozzolero, erledigt. Ja, dann machen wir mit dem hier oben weiter. Bam. Da unten ist noch eine Mission. Ganz komisch, ja. Wir wissen, wo El Politos Auto steht. Stehlen Sie es und meine Leute analysieren seine Navidaten. Wir sollen ein Auto klauen. Kann man hier irgendwie eine genau, Munitionskiste? Also ich müsste mal. Meinte ich, das bringt was, wenn ich die PlayStation mal eben neu starte? Pff, versuch's. Wie gesagt, wir warten so lange halt. Gut, dann mache ich mal tatsächlich mal einen Break. Ja, ich beeile mich. Bis gleich. Ich würde gewünschen,